Um eine Granate gezielt zu werfen, halten Sie L2 gedrückt. Ja, Leute, hier ist Bombenstimmung bei Uncharted 2. Dann halten wir doch einfach mal L2 gedrückt. Ach, ich habe nur einen Granatwerfer an meiner Waffe, oder wie ist das? Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie L1, um eine Granate zu werfen. Hä? Wie dumm! Dann muss ich ja... Leute, der Zeigefinger ist der, den man normalerweise für alles benutzt, ne? Also ist der logischerweise auf dem Trigger. Wenn ich jetzt also L1 drücken möchte, muss ich den Finger switchen. Hä? Wie dumm, Alter. Wer hat sich denn das wieder ausgedacht? Oh boy. Alles klar. Ja, Jungs. Ducken ist jetzt nicht so sinnvoll, wenn ihr zwischen der neben der Granate steht. Egal. Halten Sie L1 gedrückt, um mit der Granate zu zielen. Ah ja. Ja, das ist viel sinnvoller, ganz ehrlich. Wie werfe ich jetzt? Ja, so schon mal nicht. Ah, ich lasse L1 dafür los. Lul. Okay. Well. Oh. Was ist das? Von links? Ja, ach was, das sehe ich auch, du Affe. Dass sie von links kommen. Oh, ups, das wollte ich nicht. Well. Okay. Snipern warten mal ein bisschen mit dem MG. Oh, die haben auch Granate. Smarte Jungs, smarte Jungs. Was jetzt? Ich habe jedenfalls keine Granaten mehr. Ganz gut, ganz gut. War das ein Header? Das war kein Header. Wie noch mehr? Wie viele denn noch? Gibt es hier noch ein paar Granaten? Nö. Irgendwie nicht. Wo sind sie denn? Oh, nachladen. Damit. Zack. Alter! Ich glaube, ich sollte das Ding mal wie ein MG benutzen. Ansonsten wird es hier gleich ein bisschen eng. Hey, ich habe doch noch 3 Granaten, wie sehe ich gerade in meinem Inventar. Wieso konnte ich die gerade nicht benutzen, als ich vorhin gedrückt habe? Als Maul tun sie nicht. Ich sehe deinen Kopf doch, Bruder. Hä? Ist der jetzt mit... Ah, oh lol, das ist eine Leiche, die ich da gerade geschossen habe. Ist der tot? Okay. So, und wo von rechts? Nichts von rechts. Hier rechts ist alles clean. Was ist für von rechts? Ja, ich hätte mehr Granaten nehmen sollen, aber... I mean... Wo kommst du denn her, Digga? Das Problem ist halt... Die sind zu schnell für Granaten. Die kommen von der Seite. Ja, ach was, Digga, den habe ich doch schon längst ausgeschaltet. Was labert der denn? Ah, ich muss echt jetzt genau jetzt nachladen. Und die bockt auch gar nicht, dass sie von mir beschossen werden. Okay, mich bockt sie auch nicht, dass ich von der Seite beschossen werde, I guess. Von daher, was soll's. Wir sind beide gleich scheiße, schätze ich. Ist das euer Ernst jetzt, Jungs? Der steht ja immer noch. Was ist mit dem? Sag mal, muss ich mich eigentlich bewegen oder bleibe ich einfach hier, bis ich sie alle weg habe? Weil irgendwie scheint es unendlich zu sein. Ist das einfach so eine Escape-Mission und fertig? Wirkt ein bisschen so. Das sind zu viele. Nein, sind's nicht. Aber keine Scheiße. Sie haben Verstärkung geschenkt. Ja, hä, wie viele denn noch? Die Hälfte von hier aus. Okay, komm, ich verpiss mich einfach scheiß drauf. Ich scheiß auf die jetzt. Fühle ich nicht gerade. Wo muss ich lang? Kann ich dich da hoch? Ups. Ja. Das war ein Heller. Nein, Digga, was für eine Rolle! Du sollst dich hinter die scheiß Wand ducken, was für eine Rolle! Oh mein Gott, Alter! Dummer Spast! Steuerung for the win, I guess. Digga, was machen die eigentlich da oben? Ach, das ist... Oh, das ist Sully! Lol! Okay, well. Mist! Digga, oh mein Gott, verreck doch. Ich kann mit diesem Fadenkreuz nicht umgehen, echt? Ich hasse dieses Fadenkreuz, ne? Weil es so ungenau ist. Generell irgendwie fühlt sich das Waffenhandling super ungenau an in diesem Spiel. Oh. Well. Sully, kannst du den mal umliegen, bitte? Ja, dann lass es halt. Ist in Ordnung. Ist completely fine. Oh mein Gott! Verstärkung!
Okay, man muss hier irgendwo eine Position finden, wo man die einfach mit Granaten zuballern kann, weil offensichtlich ist es nicht so gedacht, dass man das schießt, weil das funktioniert nicht. Also. Wo seid ihr denn jetzt? Da vorne. So. Wie gefällt dir das? So. Ja, okay. Ja, deswegen haben die auch Granaten, das ergibt Sinn. So. Jetzt muss ich halt gucken, ob ich noch Granaten bekomme oder ob ich jetzt keine mehr bekomme. Ah, man bekommt endlich Granaten. Okay, ich konnte vorhin keine mitnehmen, weil Baum. Okay. Ja, das Problem ist halt, die sind zu schnell für Granaten. Na? Ja, nix Hilfe. 20 Kopfschüsse? Echt? Schon so viele? Was zum Fick? Jagt den Turm in die Luft, ja, und wie, Bruder? Was war das für ein Wurf, Digga? Hä? Du sollst hinter die Scheißwand! Er macht wieder eine Rolle, Bruder, ich brech den Controller durch. Holy shit! Was ist für eine Scheißszene? Ja, und wie? Zum fucking Fick! Hä? Wie waren das genaue Granate werfen nochmal? Zielen und dann L1. Wir werfen gerade den Bogen im Turm. Ja, und wie, du Bastard? Hä? Das ist viel zu weit weg. Jetzt wirft der die ganze Zeit gegen diesen Mast, Alter. Ich kack ab. Das ist viel zu weit weg und es sind viel zu viele. Fang. Spasti, Alter. Du auch. Geh hoch da. So. Das heißt, ich muss mich jetzt vorwärts arbeiten. Ist es so? Auf. Okay, in der Bäumen kann ich mich offensichtlich nicht verschanzen. Alter, ist das dein Ernst jetzt? Geh hinter den scheiß Karton. Ey. Mein Gott. Oh. Wo kommt der her? Voll in die Eier. So. Die Sache geht mir auch schon wieder gepflegt auf den Piss. Okay. Woher soll ich wissen, dass ich schießen kann, während ich an der Wand hänge, aber keine Granaten werfen kann? Soll ich das riechen? Ist es so? Ich soll das riechen? Yeah, man. Boah. Mein Gott, Alter. Digga, es ist zu weit weg. Nee, nee, nein, das ist nicht. Wow, wo kommt der? Ja, wir hängen ja auch erst seit 8 Minuten, also was soll's. Ah. Mein okay, Gott. Ey, Digga, das ist so eine Scheiße. Das ist so eine schmutzige Scheiße. Von wo? Was denn, Alter? Von allen Scheißseiten? Ich starte die Scheiße hier gleich neu. Das fuckt mich ja Giga ab. Was soll denn das? Ich warte jetzt, bis die alle hier vorne kommen. Weißt du was? Ich scheiße auf Sully. Ich gebe einen Feuchten auf Sully. Und ich warte jetzt, bis die alle Stück für Stück hier vorgekommen sind. Dann frühstücke ich die hier einfach Stück für Stück ab. Ist mir jetzt scheißegal. Ist mir jetzt echt zu wild. What the fuck, Alter? Hier, fresst alle Granaten, Alter. Gar keinen Bock mehr. Holy shit. Was eine dumme Scheiße. Du eine Granate und du eine Granate. So. Denkst du dir so? So, haben wir sie dann alle? Nein. Der lebt ja immer noch! Digga, das war ein Headshot! Was will der denn? Mein Gott. So. Und jetzt können wir uns dem scheiß Turm widmen. Mann.
Mein Gott, ey. So. Kann ich von hier das treffen? Wahrscheinlich nicht, right? Ich probier's einfach, mal gucken. Okay. Zählt. Gut, Hammer's dann. Darf ich mich dann verpissen, ja? Ist es so? Ey, was eine Schmutzstelle. Ah, ja, ja, jetzt kann ich da hochlatschen. Ja, weiß ich nicht, Digga. Habe ich nicht gefühlt. Der Kampf war ein bisschen scheiße. Okay. Das ist halt immer bei diesen Tutorial-Kämpfen am Anfang meistens so, ne? Du sollst jetzt hier halt die Granaten aufgezogen bekommen, nach dem Motto, damit du verstehst, wie Granaten funktionieren. Aber das macht's halt einfach nur nervig, ne? Das ist halt immer so eine Kacke. Das hat man halt ganz oft in diesen Tutorial-Kämpfen. Das ist ein bisschen nervig. Ne, weil die Gegner, es waren halt so viele, dass sie darauf ausgelegt waren, sie zu sprengen, aber gleichzeitig waren sie auch irgendwie zu schnell dafür. Das ist Kacke. Fühl ich nicht. So, da hoch. Hoffe ich. Ich laufe hier falsch. Oh, Sully. Sieh dir die Steine an. By the way, warum sind eigentlich die Untertitel aus? So, mal blöde Frage. Eigentlich sollten die an sein. Wo sehe ich die Untertitel? Hier. Warum sind die aus? So. Läuft die Sache. Hä, was? Oh, lul. Ah ja. Ach, guck mal hier. Das ist doch die Reporterin aus, genau, Elena. Elena Fischer. Das ist die Reporterin aus dem ersten Teil. Warte mal. Sind das Sachen aus dem ersten Teil? Nee. Costa Rica, oder? Weiß ich nicht genau. Faces of Victor Sullivan. Okay, das ist das, was wir schon gefunden haben. Ah, das ist das, was wir im Intro gelesen, gezeigt bekommen haben. Was Marco Polo aus seinem Sterbebett sagte. Sehr interessant. Wieso wird mir sowas nicht mehr erklärt? Scheiß mal auf die Granatensteuerung, Digga. Das ist interessant. Das ist der Heilige Gral, das Ding, was wir suchen. Oder Buddhas Heiliger Gral, dieser komische Stein halt, ne? Jede Menge Karten. Holy shit. Okay! Ja, wie komme ich da wieder raus? Ja, mit Kreis schon mal nicht. ja, well. Also. Ah. Okay, die Touchpad-Taste ist das. I see. Okay. Oh, schönen Ausblick hier hat man, ne? Ja. Gut, widmen wir uns wieder dem eigentlichen Spielgeschehen. Ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen und das fuckt mich schon wieder alles ab hier. Premium. Seht euch das mal an. Was sei so leise? Hey. Ach, die gibt's ja auch noch, stimmt. Die hätte mal helfen können gerade, was soll denn das? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Weiß nicht, was Glück ist. Nee. Ich glaube, ich hatte auch schon im ersten Teil mit den Granaten unglaubliche Probleme, ne? Ich hasse es, wenn Granaten werfen einfach auf so eine Schnell-Quick-Taste ist, die halt dann sofort eine Granate wirft, ne? L1. Das fuckt mich so ab, weil ich verdrück mich da so oft, weil ich halt sprinten will oder so. Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Wenn ich ihn sehen könnte, dann vielleicht. Es ist halt super dunkel hier im Hotel. Seht ihr auf YouTube was? Es ist super dunkel. Danke. Oh, endlich macht er seine Taschenlampe. Ein Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Oha. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle sau. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Interesting. Also haben wir das Grab von Marco Polos Leuten gefunden. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Alter. Mein Gott, ey. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Ja, Batmans Nest. Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Oh. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Was haben die mit diesem blauen Harz, Alter?
Sally, ich brauche Licht. Nein, ich brauche Feuer. Licht habe ich selber. Holy shit. Okay. Gucken wir mal, vielleicht hat er ja hier auch irgendwas gezeichnet. Das ist Blut. Ja, wo zum Teufel siehst du Blut? Ah. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Blutspur ist gut. Sehr so ein ganzer Blutfluss, Alter. Holy shit. Ist quasi Blaulicht, Alter. Eine Blaulichtfackel. Hä? What the fuck? Ja. Führt hier in die Wand. Lol. Das ist ja nicht so hilfreich. Also hier ist nichts mehr. Kein Blut. Es führt da in die Wand. Und es ist blöd. Es ist hier. Geht hier weiter. Ja, es geht hier in die Wand. Das heißt nicht euer Ernst, oder? Hä? Und halt an diese Säule, aber... Oder kann ich da hochklettern? Nö. Hä? Bin ich blind? Von hier komme ich. Ja klar, von hier komme ich. Ja, das ist ja wieder Premium. Wenn das so weitergeht, dann wird das Spiel noch ein paar Stunden Lernanspruch nehmen. Also, hier Blutspur, da. Hier keine Blutspur. Blutspur hier. Hier keine Blutspur. Hier Blutspur. Ja, das war's. Hier keine Blutspur. Ah, hier geht die weiter. Hä, ich laufe ja basically im Kreis. Lull. Achso, nee, warte. Ich laufe wirklich im Kreis. Von hier bin ich gekommen, right? Nee, bin ich nicht. Okay. An dieser Wand. Got it. Ja, seltsam. Ist aber auch verwirrend hier, ganz ehrlich. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Ja, aber lass mir bitte nichts davon auf den Kopf fallen. Danke. Ich hab mir wehgetan. Das ist nicht mein Problem. Ha! Die Spur führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Geht so. Sag mal, spinne ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach was, Nate. Lass die Schauergeschichten. Keine Ahnung, aber auf dieses Massengrab jedenfalls erstmal ein lecker Schokoladenstick. Kennt ihr die? Die sind geil. Ich mag sie mit Vollmilch lieber als mit bitterer Schokolade. Ich bin nicht so der bittere Schokolade-Fan. Und Schokolade ist mit mir so eine Sache. Normale Schokolade, immer Vollmilch. Aber aufs Brötchen, so in einzelnen Streuseln, Bitterschokolade. Seht doch nur. Aber nicht die extra bittere, sondern nur ganz normal. Zartbitter. Was haben wir denn hier? Eine weitere Leiche. Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Hey, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Oh. Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das Ding hat er beim Zugunglück dabei ein gehabt. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja. Allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine. Den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Aha.
Gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay. Gerne. Nichts lieber als das. Auf geht's. Dieses Zugunglück war 3 oder 4 Monate, bevor wir dieses Museum gemacht haben, right? Aber dieses Museum ist 3 Monate her, weil wir 3 Monate im Knast gesessen haben, right? Das würde bedeuten, wir müssten eigentlich als nächstes zum Zug kommen. Oder jedenfalls relativ bald. Dafür, dass die Luft rein ist. Bin ich mal gespannt. Hilf mir mal, Nate. Oh, der alte Opa wieder, ey. Oh, oh. Verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig. Recht hat er. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. 3 Monate, das sag ich doch. Dann kommt der Zug gleich. Durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Hm. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Bin mir nicht ganz sicher, was ihr Plan ist. Na los, Bewegung! Was auch immer der Plan war, er war nicht gut. Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt. Gut, so kann man's auch nennen. Na, Chloe, du musst mit uns Nein. kommen. Wir sehen uns in Nepal. Ah, ja. Los, lauft. Auf geht's. Ich verstehe sie nicht ganz. Ich mag sie. Ja, genau dein Typ. Oh, kann sie jetzt nicht mit? Verdammt, sie haben uns entdeckt. Noch bessere Frage. Okay. Warum haben wir den anderen Typen nicht einfach gleich abgemurkst? Eieiei, Achtung! Ich dachte, das wäre Sully! Shit! What the fuck? Ja, und hinter mir ist einer und schießt auf mich. Super. Das ist ja richtig Premium. Alter, wo geht's weiter? Hä? Digga! Oh mein Gott, immerhin ist das Leben nicht mehr schwarz-weiß, danke. Alter, ich dachte halt, das wäre Sully vor mir. Warum zum Beispiel sind, warum zum Teufel sind Gegner vor mir? Das ergibt gar keinen Sinn. Wo kommen die her? Von mir ist so eine fucking Klippe. Ich kacke ab, ey. Mist. Was machen wir jetzt? Ja, springen. Wir springen. Das war klar. Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, du vielleicht. Meine Knochen sind noch jung. Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach was, fang ich schon wieder damit an. Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Das klingt gut. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Ja, aber jetzt bist du der Bock. Ja, nee, ist klar. Oh, boy. Mist. Joa. Und was seht ihr euch daran jetzt zu schießen? Du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Das sieht nicht mehr nach Kurs vor aus, ja. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfer zu finden. Nate? Hm. Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt?
Wer, ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Apropos ruhig. Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Jo, kann man so sagen. Nee, alles in Ordnung? Ging schon besser. Ein Abi, der einen Schaltwagen fahren kann. Ich kack ab. Gibt's ja nicht. Alter Vater.